Ein Business, das läuft. Ist das nicht das, was alle Selbstständigen und Unternehmer wollen? Neue Kunden, mehr Umsatz und vor allem mehr Einkommen. Und das fast wie von selbst. In diesem Podcast erfährst du wöchentlich praktisch umsetzbare Tipps und Strategien, mit denen du dein Geschäft verwandelst. Und zwar in ein Business, das läuft. Von und mit Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 328 mit dem Titel Preise erhöhen, 8 praxiserprobte Strategien, mit denen deine nächste Preiserhöhung auch erfolgreich ist. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, was Preise erhöhen? Alles ist ohnehin schon so teuer, wie kann ich da bloß? Außerdem geht der Inflationstrend ja aktuell ein wenig nach unten. Ich hoffe persönlich auch, das bleibt so. Was aber nicht bedeutet, dass eine Preiserhöhung nicht sehr viel Sinn machen kann. Gerade jetzt, weil Preiserhöhung, und das ist oft falsch verstanden, muss ja nicht nur gestiegene Kosten abdecken, sondern es darf ja auch die Marge, der Deckungsbeitrag, der Gewinn erhöht werden. Das ist zwar in den Augen vieler unanständig, aber betriebswirtschaftlich betrachtet natürlich sehr, sehr sinnvoll. Daher vielleicht gerade zum richtigen Zeitpunkt eine Folge zum Thema Preise erhöhen und wie mache ich so, dass meine Kunden deshalb nicht sauer sind, abspringen und ich Geschäfte verliere. Wenn das für dich ein Thema ist, dann bleib dran, du wirst eine Menge sehr konkreter Tipps und Strategien dafür erhalten. Vielleicht gleich vorweg ein Hinweis noch, ich habe dazu so viele Tipps, dass ich ein ganzes Buch geschrieben habe. Wir sind dann mal teurer. Ich verlinke es in den Shownotes. Wenn dich das interessiert, ist das vermutlich die allerbeste Investition, die du an dieser Stelle tätigen kannst, weil wenn die Preiserhöhung damit ein wenig besser gelingt, nur ein wenig, dann hat sich das Büchlein, schnell durchzulesen, allemal gerechnet. Also, Preiserhöhung, wie geht's? Eines noch, bevor wir mit den Strategien und Tipps starten. Bei Neukunden ist das Thema Preise erhöhen ohnehin kein so großes Thema. Warum? Die wissen ja nicht, was du bisher verlangt hast. Herausfordernd wird es eher bei bestehenden Kunden, vor allem solchen, die laufend und immer wieder dasselbe kaufen. Da ist es eine besondere Challenge, Preise zu erhöhen. Für die Bestehenden, die immer wieder mal was anderes kaufen oder in größeren Abständen, wiederum weniger ein Thema. Warum? Weil denen nicht so bewusst ist, was sie wann, wo, wie bezahlt haben. Also, so viel dazu. Aber wir kommen zu Strategie Nummer 1 und die lautet Preiserhöhung und Preissenkung gleichzeitig. Denn eine Preiserhöhung muss ja nicht zwingend eine durchgängige Preiserhöhung sein. Klar, wenn du nur ein Produkt hast und dieses anbietest, ich sag mal, du bist Coach und hast eine Coachingstunde, einen Stundensatz, dann ist es halt eine Preiserhöhung, die eine Preiserhöhung ist. Wenn du aber ein Sortiment hast von Produkten, selbst wenn es ein kleineres Sortiment ist, könntest du ja hergehen und das eine Ding erhöhen, das andere senken. Insgesamt sollte natürlich eine Erhöhung dabei herauskommen, sonst ist die ganze Aktion ja relativ sinnlos. Aber dann könntest du zumindest ganz offiziell und legitim sagen, du hast deine Preise angepasst oder geändert, manche erhöht, manche gesenkt, und das schwächt die Botschaft in ihrer, wie soll ich sagen, Direktheit oder Brutalität fast möglicherweise ein wenig ab. Wir haben das früher immer gemacht, als ich noch bei Samsonite zum Beispiel war, wo wir tausende Produkte hatten in verschiedenen Größen und Farben und so weiter und so fort. Da waren Preiserhöhungen fast immer so, dass gewisse Sachen erhöht wurden und andere gesenkt und andere wiederum gleich geblieben sind. Also erhöhen und senken gleichzeitig als Idee. Wir kommen zu Strategie Nummer 2, was Preiserhöhungen angeht. Und die bedeutet Vorbereitung ist gerade bei Preiserhöhungen 90% des Erfolges. Was oder wie soll ich denn, kann ich denn vorbereiten, stellt sich die Frage. Zuerst einmal, wenn du Mitarbeiter hast, die Mitarbeiter müssen gut vorbereitet sein auf den Kundenkontakt. Es ist durchaus absehbar, dass der Kunde Fragen hat, die beantwortet gehören, die von Mitarbeitern so beantwortet gehören, dass es recht einheitlich ist, also mit vorbereiteten Botschaften. Es könnten auch Einwände, vielleicht sogar heftige Einwände kommen gegen Preiserhöhungen.
auch den Umgang mit diesen Einwänden kann man gut vorbereiten. Ich sage immer, Einwände sind absehbar. Und wenn du überrascht bist von einem Einwand, zum Beispiel einem Einwand im Zuge einer Preiserhöhung, dann ist das im Grunde nicht ganz nachvollziehbar, weil du weißt ja, dass er kommen könnte und dass er kommen wird vielleicht sogar und kannst dich darauf vorbereiten. Und wenn du vorbereitet bist, dann kannst du nicht überrascht sein. Und wenn du die Preiserhöhung wirklich sehr, sehr gut vorbereiten willst, was ich speziell bei besonders wichtigen und großen Kunden empfehlen würde, ich begleite immer wieder Unternehmen, die Preiserhöhungen mit Kunden verhandeln, die jedes Jahr ein paar Millionen an Dienstleistungen zum Beispiel abrufen. Da macht es sehr viel Sinn, als Teil der Vorbereitung auch zu üben. Also möglichst Echtfälle nachzustellen und in Übungsszenarien durchzuprobieren und durchzuüben, weil gerade bei diesen verhaltensbezogenen Dingen wie Reaktionen auf Einwände und Forderungen reicht es eben nicht, es zu wissen oder es zu verstehen, sondern du musst es ja auch in einer Echtsituation umsetzen können und da hilft nur eines, üben, üben, üben und Echtsituationen oder möglichst nah an der Realitätssituationen durchspielen. Wir kommen zu Strategie Nummer 3 und die lautet, die Preiserhöhung mit einem Mehrwert zu verknüpfen. Das ist natürlich besonders elegant, wenn du dem Kunden sagen kannst, Preis für Produkt X höher, damit hast du aber auch, lieber Kunde, in Zukunft das und das dabei integriert. Das könnte sein, dass sich das Produkt ein bisschen ändert, ein bisschen verbessert ist oder einfach nur auch anders ist, dass es ein Feature mehr hat, dass eine Dienstleistung, die bisher nicht dabei war beim Produkt, jetzt dazukommt, oder wenn es eine Dienstleistung ist, dass die Dienstleistung noch verbessert wird oder eine zweite dazukommt oder auch ein Produkt zur Dienstleistung dazukommt oder. Also überleg dir, wie kannst du einen Mehrwert für das Produkt bieten und lasse den im Zuge der Preiserhöhung mit einfließen. So betrachtet ist die Preiserhöhung dann im Extremfall sogar überhaupt keine Preiserhöhung, sondern einfach ein neuer Preis für ein neues Angebot, für ein neues Produkt, neue Dienstleistung, ein neues Paket. Und wenn man es so sieht, dann ist das halt was anderes. Das wird sich nicht immer umsetzen lassen, aber wenn du schaffst, das irgendwie in dieser Form umzusetzen, wäre das eine sehr, sehr elegante Lösung für eine Preiserhöhung. Strategie Nummer 4 lautet, die Preiserhöhung vorab anzukündigen, um damit Umsatz zu generieren, also zusätzlichen Umsatz sogar zu machen mit der Preiserhöhung. Eigentlich stecken in dieser Strategie zwei Strategien. Das eine ist, dass es sowieso schlau ist, die Preiserhöhung relativ lange vorher anzukündigen, weil dadurch der Effekt ein bisschen gedämpft wird. Klar, dem Kunden zu sagen, ab morgen gibt es höhere Preise, ist deutlich brutaler und schwerer, als wenn du ihm sagst, lieber Kunde, wir werden in einem halben Jahr die Preise erhöhen, nur dass sie sich schon darauf einstellen können. Dann über ein halbes Jahr hinweg erweist das, dann schwächt sich der Effekt, der emotionale Effekt der Preiserhöhung potenziell ab. Im Zuge dessen kannst du aber auch eines machen, du kannst natürlich die Preiserhöhung nutzen, um Vorziehkäufe beim Kunden zu veranlassen. Das heißt, er bestellt dann noch vor der Preiserhöhung, weil er ja noch ausreichend Zeit hat, das zu planen, legt sich Produkte auf Lager, das geht bei Produkten natürlich, das geht aber auch bei Dienstleistungen. Er könnte ja durchaus Kontingente deiner Leistung schon vorab abrufen, also nicht abrufen, sondern bestellen, die er später dann abruft. Also auch das ist denkbar. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, Moment mal, wird damit nicht die Wirkung der Preiserhöhung zunichte gemacht, sogar ad absurdum geführt. Das heißt, der Kunde bestellt ja noch zum alten Preis. Ja, das stimmt rein rechnerisch natürlich gleichzeitig. Immerhin, da kommt es ein bisschen auf die Branche und auf die Situation an, immerhin kauft er bei dir Dinge, die er sonst möglicherweise woanders gekauft hätte. Weil in vielen Branchen gilt durchaus die Regel, dass wenn der Kunde ein volles Lager hat, ist das gut. Also ein volles Lager mit den Produkten des Verkäufers hat, ist das gut, weil dann kann er nichts anderes kaufen und hat einen Verkaufsdruck und die Ware dreht sich schneller bei Produkten. Bei Dienstleistungen ist das nicht exakt 1:1 so, aber durchaus auch nicht unähnlich. Also kündige deine Preiserhöhung an, vorab, du musst ja noch nicht genau sagen, wie viel,
reicht ja, wenn man sagt, so um die oder höherer einstelliger Prozentsatz oder wir werden schon im zweistelligen Bereich sein, was auch immer der Fall ist, und bietet dem Kunden aber auch gleich eine Möglichkeit an, noch zum alten Preis zu kaufen in Form von größeren Paketen, die du dafür am besten sehr konkret auch schnüren solltest. Quasi ein Preiserhöhungspaket, so als Idee. Habe ich in meinem Berufsleben in verschiedenen Branchen immer wieder gemacht, hat immer wieder sehr, sehr gut funktioniert. Strategie Nummer 5 ist eine, die nur bei sehr kleinpreisigen Produkten Sinn macht oder funktionieren kann. Sie lautet, nutze die Preiserhöhung, um die psychologischen Preisgrenzen auszunutzen oder auszutesten. Als Beispiel, wenn ein Produkt 59 kostet, also 9,50, dann hast du bis zur nächsten gefühlten, wirklichen psychologischen Preisgrenze 10 Euro oder 9,99 oder so, hast du noch 50 Cent, die du möglicherweise erhöhen kannst, ohne dass es dem Kunden überhaupt groß auffällt oder dass es der Kunde überhaupt, dass es ihm wehtut, weil es kommt ja keine Stelle dazu. Bei 10 kommt eine Stelle dazu, da könnte es ein bisschen schmerzhafter werden, aber von 59 auf 70, auf 80, auf 90 ist emotional betrachtet nicht ganz so schmerzhaft. Bedeutet aber auch, wenn du erhöhst von 59 auf 99 zum Beispiel, sind das immerhin etwas mehr als 4% Erhöhung, ohne dass es groß auffällt und groß wehtut. Bei größeren Beträgen, so wie 27 auf 29 Euro zum Beispiel, sind das auch 7,4% und wir bleiben immer noch unter der nächsten Preisschwelle, die vermutlich 30 Euro wären. Strategie Nummer 6, Argumente für Preiserhöhungen nennen, lautet diese. Ja, natürlich macht es Sinn, wenn du Argumente dafür liefern kannst, warum du jetzt Preise erhöhst. Das ist in manchen Zeiten ganz einfach, in anderen schwieriger. Wie schon erwähnt, wenn alles teurer wird und jeder teurer wird und du quasi mit Rückenwind segeln kannst mit deiner Preiserhöhung, ist das deutlich leichter, als wenn du der Einzige bist auf weiter Flur, der aktuell jetzt Preis erhöht. Was könnten Argumente sein? Sowas wie Kostensteigerungen, Rohstoffe, wäre plausibel, aber auch Personalkosten, die mehr werden, Energiekosten, sehr viel verwendet, um Preiserhöhungen zu argumentieren in den letzten Jahren. Aber auch sowas wie Verbesserungen am Produkt, wo wir wieder beim Mehrwert sind oder am Service. Mehr Service, den du bietest, schnellere Lieferzeiten könnten sowas sein, günstigere Zahlungskonditionen. Also du merkst schon, die Argumente für Preiserhöhung als Strategie überschneidet sich mit der, die wir vorher hatten, nämlich Mehrwert im Zuge der Preiserhöhung zu liefern. Aber Achtung, ein Argument für eine Preiserhöhung, ein Nutzenargument, von dem der Kunde auch etwas hat, ist etwas anderes als eine Rechtfertigung. Da gibt es einen kleinen, feinen, also eigentlich einen feinen, kleinen, aber doch sehr riesigen Unterschied. Rechtfertigen würde ich mich nicht für die Preiserhöhung, würde ich nicht empfehlen. Und ich glaube, du kannst dich auf dein Bauchgefühl verlassen, ob es eine Rechtfertigung ist oder nicht. Da kommt es auch auf die Tonalität, auf die Wortwahl an. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, wir erhöhen Preise, aber dafür haben sie auch jetzt dann das und das dabei und das Produkt ist ja auch viel besser und so weiter. Also du merkst schon in meiner Tonalität, das wäre eine Rechtfertigung. Wenn du sagst, wir erhöhen Preise, die Hintergründe dafür sind Personalkostensteigerungen von 13,5% und so weiter und so fort, dann ist das mehr eine Begründung. Natürlich könnte der Kunde, und das zu Recht, sagen, hören Sie mal, was interessieren mich Ihre Personalkosten? Wenn er ganz brutal ist, tut er das vielleicht sogar auch. Praktisch betrachtet sind solche durchaus rational überlegten, durchkalkulierten Argumente schon hilfreich bei Preiserhöhungen. Und last but not least, Strategie Nummer 8 oder Tipp Nummer 8, weil es mir immer wieder unterkommt, dass mich ein Unternehmer darauf anspricht und so einfach es klingen mag, Preiserhöhungen regelmäßig machen. Preise zu erhöhen wird oft verabsäumt. Das ist interessant. Es gibt jede Menge Unternehmen, die sagen, wir haben jetzt 5, 6, 7, 10 Jahre Preise nicht erhöht. Speziell in den Zeiten vor diesem Inflationsschub, den wir jetzt in den letzten, sagen wir, 1, 2 Jahren hatten, war das sehr, sehr häufig der Fall. Jetzt mit den starken Preissteigerungen überall waren die allermeisten Unternehmen förmlich gezwungen, auch zu erhöhen. Aber davor hat man das durchaus
durchaus angetroffen. Aber auch wenn die Inflation jetzt zurückgeht, behalte den Rhythmus bei, mach es dir zur Angewohnheit, regelmäßig Preise zu erhöhen. Natürlich musst du ein bisschen auf den Markt schauen, auf den Mitbewerb achten, aber es gibt Möglichkeiten. Unter anderem die, die ich jetzt in dieser Podcast-Folge oder im Buch Wir sind einmal teurer angeführt habe. Und auch wenn vielleicht aktuell die Zeit der großen und häufigen Erhöhungen vorbei ist, aber regelmäßig 1-2 Prozentpunkte zu erhöhen jedes Jahr, macht in den allermeisten Branchen sehr viel Sinn und rechnet sich mit Fingerspitzengefühl eben und unter Zuhilfenahme der Strategien, von denen ich jetzt die letzte Viertelstunde so gesprochen habe. Also dranbleiben, Preise regelmäßig erhöhen. Und falls du noch ein Argument brauchst, um dich selber davon zu überzeugen, dass Preiserhöhung Sinn macht, auch jetzt ein kleines Rechenbeispiel, wenn zum Beispiel ein Produkt A zum Preis von 95 Euro verkauft wird und 100 Stück verkauft werden und dabei pro Stück 10 Euro Deckungsbeitrag erwirtschaftet werden. Also 100 Stück mit 10 Euro Deckungsbeitrag um 95 Euro verkauft, macht 1000 Euro Deckungsbeitrag, also 100 mal 10. Und du wirst diesem Produkt den gleichen Deckungsbeitrag erzielen, wenn du den Preis von 95 auf 99,9, also um knapp 5 Euro erhöhen würdest und die Stückzahl rasant auf 67 fallen würde. Das heißt, wenn statt 100 Stück durch diese Preiserhöhung nur noch 67 verkauft werden würden, was in vielen Fällen unrealistisch ist, würdest du immer noch dasselbe verdienen und das ist dramatisch. Also selbst bei einem Umsatzstückzahleneinbruch würde der Deckungsbeitrag gleich bleiben. Heißt aber auch, wenn im Zuge einer Preiserhöhung die Stückzahl von, in unserem Beispiel, von 100 auf 80 zurückgeht, wären immer noch 20% weniger, würdest du mehr verdienen, nämlich 1192 statt 1000 Euro Deckungsbeitrag. Und je geringer deine Marge ist, desto extremer wirkt sich eine Preiserhöhung auf den Deckungsbeitrag natürlich aus. Wie stark sich all das auswirkt, hängt natürlich auch von der Preiselastizität zusammen. Das heißt, wie stark reagiert der Preis auf oder die Nachfrage auf eine Preisänderung. Das ist branchen- und produktmäßig durchaus unterschiedlich. Es gibt sogar Branchen, wo mehr nachgefragt wird, wenn die Preise steigen. Speziell im Luxusgüterbereich ist so etwas immer wieder mal zu beobachten, ganz nach dem Motto, was nichts kostet, das ist auch wenig oder nichts wert. Also zusammengefasst, auf den Punkt gebracht, bleib dran, mach Preiserhöhungen, schau, dass deine Deckungsbeiträge steigen, denn nur gesunde Deckungsbeiträge und Gewinnen sichern das Überleben deines Unternehmens, egal ob klein oder sehr groß. Und wenn du mehr dazu erfahren willst, wie gesagt, einerseits im Buch Wir sind da mal teurer, zweitens in meinem Podcast, falls du ihn noch nicht abonniert hast, zum ersten Mal vielleicht dabei warst, dann nutze die Gelegenheit, abonniere ihn jetzt gleich, hinterlass mir, wenn es dir gefallen hat, einen kurzen Kommentar auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform und ja, wenn ich dich persönlich bei Preiserhöhungen vielleicht auch mit deinem Vertriebsteam unterstützen kann, dann schick mir eine Nachricht und wir plaudern darüber. In dem Sinne freue ich mich, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.